Willkommen zu Null Deine Comedy. Ich bin Daniel Luis. Ich werde euch durch die Show lotsen. Wir haben heute 5 bis 6 wundervolle Comedians da für euch, die euch entertainen werden. Wir werden keine Pause machen. Das heißt, wenn ihr was trinken gehen wollt oder auf Toilette gehen müsst oder rummachen wollt, alles schon passiert. Am besten immer, wenn ich auf der Bühne bin. Ich bin mal zwischenzeitlich immer ab und zu auf der Bühne. Genau, aber wer mich kennt, wer meine Show kennt, weiß, dass ich immer erstmal das Publikum ein bisschen näher kennenlernen will. Deshalb einmal Nico Special Effekt. Oh nee, mach mal aus. Nein, wir haben Gesichtskontrolle gemacht. Alles gut, alles gut. Einer schleicht sich immer rein, das ist kein Problem. Sehr, sehr gut. Erstmal frohes neues, gesundes Jahr. Seid ihr alle gut durchgekommen? Ja. Ja, guck mal, die hier vorne, ja. Hinten haben sich die anderen hingesetzt, wo nicht so gut gelaufen ist. Die anderen waren alle in Neukölln unterwegs. Ja, das war klar, in Neukölln. Ich finde das auch krass mit Neukölln, ne? War auf die Ausländer geschoben, aber ich weiß ganz genau, ein Sven war auf jeden Fall auch dabei. Also, ein Sven war dabei, ja. Da bin ich mir sicher, Mann. Er sieht heute wieder nach Lachduell aus, sehr schön. Glaub mir, die besten Shows sind immer, wenn es Lachduelle gibt. Und heute, ich werde eins vorprophezeien, das weiß ich jetzt schon. Sehr gut. Nochmal was Persönliches. Wo sind die Single-Ladies? Macht mal was dann. Wo sind die? Wie krass bist du denn? Bleib cool, Mann, Alter. Wow. Das ist schwer vermittelbar, würde das Arbeitsamt sagen. Also Wo sind unsere, mach dich nicht deinen Wert tiefer als es, wo sind unsere Single-Ladies, machen wir was ganz Einfaches. 1, 2, 3. Oh, das wird wie Game of Thrones, Mann, das wird Bergheim Darkroom heute. Wo sind unsere Single-Männer, machen wir was ganz Einfaches. Au, 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 1, 2, 3. Nico, kannst du die Tür abschließen, bitte? Dankeschön, dankeschön. Genau, mach dunkel, so. Mach dunkel? Ja, okay, ich lasse euch jetzt alleine. Ja. Nein, mach wieder an. Alles gut. Geil, Mann, was ist los? Was ist das Problem? Hast kein Internet, Datenvolumen für Tinder oder was? Weiß ich nicht. Wie lange bist du Single? Weiß ich auch nicht. So. Weißt du auch nicht? Wie, du? Ein Jahr ungefähr? Was sagst du, halbes Jahr? Warum sagst du zu ihr halbes Jahr? Das sind die besten Freunde. Halbes Jahr bist du Single. Sitzt du denn Quatsch, Mann, Alter? Davor war er meiner. Davon war es mein Freund. Wie geil seid ihr denn? Wie heißt du? Malika. Malika, sehr schöner Name. Wie heißt du? Lisa. Malika, sehr schöner Name. Woher kennt ihr euch, Malika und Lisa? Klasse. Klasse. Ihr geht noch zur Schule? Nein, Ausbildung fertig. Ausbildung fertig? Was hast du Ausbildung gemacht? Bürokauffrau. Sehr langweilig. Was machst du? Was machst du? Eva, du hast auch Büro. Und was macht ihr jetzt? Schufa? Ihr seid in der Schufa? Ach, du arbeitest da, Mann. Oh. Ich dachte immer, wenn meine Freunde sagen, Schufa, gibt's Probleme, Mann. Aber du bist auf der anderen Seite? Du bist DDR, wir sind BRD, Mann. Wie krass ist das denn? Du bist bei der Schufa? Guck mal, weißt du, wie viele Ausländer gerade Angst haben hier? Ich fürchte, hier ist der einzige Fluchtweg, die kommen hier nicht durch, Mann. Das ist ja hart, Mann. Schufa, wow, ich war auch mal in der Schufa. Ja, bei uns, wir werden so geboren, Alter. Also wir machen, Alter. Direkt mit Schulden auf die Welt gekommen. Erzähl mal, ist krass, stimmt das, was die über die Schufa sagen? Was denn? Dass die betrügen? Nein, aber was ist denn der krasseste bei euch in der Schufa? Also nenn keine Namen, also was ist so, was ist das krasseste, was er verbrochen hat oder wie viel Schulden er hat oder warum er die Liquidität nicht hat? Boah, keine Ahnung. Darf sie nicht verraten. Was? Richtig viele haben Schulden. Richtig viele haben Schulden? Wer ist alles hier in der Schufa? Mal Applaus. Habt ihr den einen Ausländer gehört? Ich hab's alle gehört. Die Hand war so zusammen. Er hat geguckt. Blamage. Er hat angefangen zu beten. Lieber Gott im Himmel, lass es keinen gemerkt haben, dass ich der Einzige in der Schufa bin. Diese Hand geht nie wieder auseinander. Wie krass ist das denn? Und was ist Strafe? Schickt ihr auch Leute ins Gefängnis und sowas? Was ist der häufigste Grund für die Schufa? Kredit, wenn die nicht abbezahlen. Wenn die Kredit nicht abbezahlen? Was war so höchster Kredit, was einer nicht abbezahlt hat? Keine Ahnung? Nein. Ist er, der Arbeitsplatz ist seit gestern da? Also, ich bin seit 1.1. in der Schufa. Aber das hört sich komisch an. Das darfst du nie auf ein Date sagen, wenn du mit einem Ausländer bist. Ich bin in der Schufa. Du weißt, und was machst du jetzt? Deswegen ist sie auch Single? Guck mal, sie zahlt dir heim für vorhin.
Halbes Jahr. Du bist auch Single. Schwer vermittelbar. Kein Wunder. Stufe, alle Ausländer sind schon mal raus. Was machst du? Im Krankenhaus an der Anmeldung. An der Anmeldung? Also gibst du auch... Karte, die, du bist die, die immer sagt, Chipkarte bitte. Oh, hab ich vergessen. Geht auch ohne? Nein. Geh wieder nach Hause, Alter. Das ist ja krass. Da ja, gibt es auch eine lustige Geschichte. Also ich weiß, du bist im Krankenhaus, schöner Job, also Krankenschwester, aber so lustige Geschichte bei dir? Sie sagt so, privat? Nein. Was willst du? Nein, von der Arbeit, von der Arbeit. Weiß ich nicht, nein. Also ja, also viele alte Leute und die sind halt so ein bisschen lustig manchmal. Die alten Leute sind ein bisschen manchmal lustig? Sie hat Demenz versucht, so ganz lustig. Ja. Zu erklären, das ist, die sind lustig, die geben so statt Kreditkarte, statt jetzt ja. Habe ich den Joke schon verkackt, genau, das ist wirklich spannend, was die haben Kreditkarte reingesteckt und die habt abgehoben und dann sind die in Schufa gelandet. Ihr arbeitet zusammen, das sind die Enkeltrickbetrügerinnen, Alter, das sind die zwei Gesichter, Mann. Applaus für die zwei komischen Mädchen hier vorne. Mann, die Zeit fliegt, wir haben so viele Comedians, ich muss richtig Vollgas geben, was und wo machen wir weiter? Ihr seht aus, als ob ihr schon richtig geroastet wurdet, deshalb, ich mach euch, wer seid ihr? Seid ihr ein Pärchen oder sowas? Ja, wir sind Pärchen. Er ist richtig glücklich. Seit wann? Seit Silvester oder was? Zweieinhalb Jahre. Zweieinhalb Jahre schon? Wow, sie hat direkt seine Hand genommen, Schutzinstinkt, wow. Direkt Kuss gekriegt. Wieso kriege ich keinen Kuss, Alter? Ich hab die Frage gestellt. Mann. Wie geil seid ihr denn? Zweieinhalb Jahre, wo habt ihr euch kennengelernt? Welche Plattform? In der Universität. In der Universität, die Plattform kenne ich noch gar nicht, diese App. Ich liebe ihre Lache, Alter. Richtiger Trennungsgrund. Ich mach Spaß, sie hat auf gar keinen Fall eine Beziehung. Nein, nein, ist voll süß, aber hör auf. Nein, wir brauchen sie noch für das Lachduell. Das Lachduell. Sehr gut. Uni habt ihr schon gesagt, beim was? Hast du gesagt, beim wo? Tischtennisspielen. Beim Tischtennisspielen? Was für ein Creep bist du denn, Alter? Mit beim Tischtennis? Ihr seid Sportstudentin? Ach so, deshalb. Und dann war so... Bist du öfter hier? Bist du Single? Nein. Schmetterball. Schmetterball, raus. Wie geil ist das denn? Und dann, was hast du sie gewinnen lassen? Oder was war dein Trick? Taktik. Ich hab sie eigentlich nicht gewinnen lassen. Ich hab sie nicht gewinnen lassen? Oh, sie steht auf Alpha-Machos, Alter. Das ist geil. Sehr gut. Und wo war euer erstes Date dann? Im Wohnzimmer. Im Wohnzimmer? Wir haben direkt Schlafzimmer übersprungen. Wir haben es nicht geschafft. Wir wollten zum Schlafzimmer, aber Digga, der war schon nackt, Alter. Sie hat geklingelt, so, guten Tag, und er war schon nackt. Also, ja, komm rein. Komm rein, da haben sie das Wohnzimmer. Warum im Wohnzimmer, Mann? Das ist eine Kneipe. Ach, das ist eine Kneipe. Ach so. Ach, das heißt Wohnzimmer. So wie unser Wohnzimmer. Der kleine Raum hier heißt auch Wohnzimmer, Mann. Ja, genau. Ah, das ist witzig. Ihr steht auf Wohnzimmer, ja? Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Sehr gut. Und, also, euer erstes Date war in dieser Kneipe und wart ihr blau? Nee. Das war nach Sie sagt, nee, überhaupt nicht. Er war so, Was zählt es, dass ich schon blau gekommen bin zum Date? Also, da habe ich dann nur noch Wasser getrunken, Alter. Wie geil seid ihr denn? Sehr gut, Sportstudent. Studiert ihr noch Sport? Mhm. Also Lehramtsstudenten. Und dann werdet ihr Sportlehrer? Ja, genau. Mann, die besten Lehrer. Mal Applaus für die besten Lehrer auf der Welt, Mann. Sehr gut, sehr gut. Ich gucke noch mal weiter, was ist hier? Seid ihr alle zusammen da, die nächste Reihe? Nee, ab hier. Ab hier? Oh. Der ist so geil. Ab hier ist Grenze. Mit denen haben wir überhaupt nichts zu tun. Wie heißt du, mein Freund? Dean. Wie? Dean. Dean? Ist Dean? Wie Dean? Dean Norm? Dean nach 4 und so? Nein, D-E-A-N. D-E-A-N. Oh, krasser Unterschied. Ja. Für uns Ausländer ist da gar kein Unterschied. Okay, wen hast du mitgebracht, Dean? Die zwei. Ja. Dean 2? Digga, du redest in mysteriösen Sprüchen. Dean 2, okay, woher kennt ihr Dean 2? Ich kenne sie von. Ist er ja schon hinterhergelaufen? Security! Security, ich kenne die von. Und sie hat Arme verschränkt, sag mal. Woher kennst du sie? Von Tinder und. Und sie auch. Master Playboy Dean, steh mal auf, dreh dich mal um Dean, Alter, steh mal auf. Applaus für Dean, steh mal auf. Steh mal auf, Dean. Dreh dich um, Mann. Zwei Tinder-Dates hin. Dean, da bist du, Alter.
Was ist das denn? Ich dachte, du bist mit mir verhandelt. Er geht auf Nummer sicher. Er macht 10 Tinder-Dates, alle bei Comedy. Eine wird schon klar gelegt. Seine Quote ist 1 von 10, Alter. Wie geil ist der denn? Bombe, du bist schon da. Sehr gut. Digna, erzähl mal, was machst du in Berlin? Ich studiere und wohne hier. Du studierst und wohnst? Was studierst du? BWL. BWL, ich hatte gesagt, so Tinderlogie, Alter. Tinderlogie, Mann. Geil, Mann, wir müssen leider weitermachen. Nico, kannst du einmal Licht ausmachen, bitte? Okay. Mal Applaus für Dean und seine zwei Tinder-Dates, Alter. Wer ist bis jetzt im Rennen weiter vorne von euch beiden? Niemand, alles gut. Niemand, alles gut. Du hast schon verkackt. Er ist nicht mehr. Lass uns kommen, gehen, erste Date. Er sitzt schon, er hat schon verkackt. Heute läuft gar nichts. Heute geht ihr nicht ins Wohnzimmer, auf jeden Fall, Alter. Jette geht ins Wohnzimmer heute, auf jeden Fall, Alter. Zwar alleine, aber sie wird Spaß haben, Alter. Nico, kannst du einmal bitte Licht ausmachen? Bombe, Bombe.